bis sie einstürzt. Das ist nicht besonders heroisch, Hase. Das ist so antiheldenhaft, dass es funktionieren könnte. Ich habe eine bessere Idee. Ich verdopple meine Anstrengungen, LeChuck von Marley Mansion fernzuhalten. Was wesentlich einfacher sein dürfte jetzt, da ich weiß, dass er in Wirklichkeit ein untoter Dämon aus der Hölle ist. Warum verhinderst du in der Zwischenzeit nicht einfach, dass die ultimative Beleidigung Ozzy und LeChuck in die Hände fällt? Okay, wie? Ich würde an deiner Stelle mit der Voodoo-Lady sprechen, Hasenpfote. Sie scheint sich in solchen Dingen doch ganz gut auszukennen. Aber... Viel Spaß im Kampf gegen die bösen Buben-Mausepfötchen. Danke, Schnuckelchen. So fühlt man sich also als First Lady. So. Dann gehen wir halt zur Voodoo-Tante. Guten Tag, Bürger. Ich bin Elaine. Sie haben geläutet? Guybrush. Ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Wie kann ich dir helfen? Du bist also endlich bereit, mich über die ultimative Beleidigung zu befragen? Ja. Was möchtest du darüber wissen? Ich fühle, dass du wissen möchtest, was die ultimative Beleidigung ist. Gut gefühlt. Die ultimative Beleidigung ist der meistbegehrte und gefährlichste Voodoo-Talisman aller Zeiten. Begehrter und gefährlicher als die unbeschreiblichen Schrecken von Big Whoop? Doppelt so begehrt und fünfmal so gefährlich. Was bewirkt er? Der Talisman ist überaus mächtig und befähigt seinen Besitzer zu unglaublich boshaften Beleidigungen. Beleidigungen? Das ist alles? Ich hatte einen Trank erwartet, der den Menschen wenigstens den Verstand raubt. Ich spreche nicht von normalen Beleidigungen, Freeboot. Diese Beleidigungen werden in einer alten, längst vergessenen Sprache ausgestoßen. Bösartige, verstörende Beleidigungen, die selbst den tapfersten Piraten in einen sabbernden Lappen verwandeln. Für immer. Wow. Moment, diese Beleidigungen werden in einer vergessenen Sprache gesprochen. Warum sind sie dann so gefährlich? Genauso gut könnte mich jemand auf Finnisch beleidigen. Das möchte man meinen, nicht wahr? Aber die Sprache der ultimativen Beleidigung ist so alt, dass sie als Ursprache gilt. Die Sprache, aus der alle anderen Sprachen entstanden sind. Verstärkt durch die Voodoo-Magie der ultimativen Beleidigung ist diese Ursprache mächtig genug, um einen Menschen bis aufs Mark zu treffen und seine Seele zu Tode zu beleidigen. Wahnsinn! In der Tat. Ich sehe, dass du wissen möchtest, hör auf, wie mit man dem eine Gedankenlesen. Ultimative Beleidigung anbringt. Das wäre hilfreich. Leider weiß ich nicht, wie dieser Talisman angefertigt wird. Ist ja witzig. Bisher hielt ich sie für eine absolute Expertin in Sachen Voodoo. Bin ich auch. Aber die ultimative Beleidigung wurde vor vielen Jahren international geächtet, nachdem zwei verfeindete Voodoo-Stümper versehentlich die Egos einer ganzen Inselkette zerstört hatten. Das ist ja furchtbar. Und schlecht fürs Geschäft. Um ihr Gesicht zu wahren, zerstörte die internationale Vereinigung der Voodoo-Priester alle Kopien des Rezepts der ultimativen Beleidigung, um eine Wiederholung eines derart peinlichen Vorfalls auszuschließen. Ich sehe, dass du wissen möchtest, wo du die Teile für die ultimative Beleidigung findest. Das wäre ein guter Anfang. Wie gesagt, alle Rezepte der ultimativen Beleidigung wurden zerstört. Allerdings glaube ich mich zu erinnern, dass die Teile nur auf einer einzigen Insel zu finden sind. Monkey Island? Nein. Zu offensichtlich. Es war irgendeine andere Insel. Leider geriet auch der Name dieser Insel im Laufe der Zeit in Vergessenheit.
Welche Teile brauche ich gleich nochmal für die ultimative Beleidigung? Keine Ahnung. Stimmt. Sehr gut. Ich fühle, dass du mich über den Zusammenhang zwischen dem Erbe der Marleys und der ultimativen Beleidigung befragen willst. Lassen Sie das. Aber Sie haben recht, in dieser Truhe liegt der Nachlass von Großvater Marley. Großvater Marley schreibt in seinem Brief, dass seine Hochzeitsgeschenke an Elaine die Teile für die ultimative Beleidigung sind. Aber diese Truhe ist derart überfüllt, dass es mir schwerfällt, die Geschenke vom Müll zu unterscheiden. Hochzeit, Ehe und Ringe, die goldenen, enthüllen ein Geschenk, das schlummert verborgen. Hey, ein paar Ohrringe. Spitzenschleier und Verlust.